nehme ich mir direkt zu Herzen. Kumpel, was machst du da? Wo ist das Problem? Darf ein Kerl sich nicht mal freuen, wenn seiner Freundin an einem sonnigen Tag ein großartiger Sprung gelingt? Okay, ich weiß ja nicht, in welcher Realität du lebst, aber erstens ist es kein sonniger Tag. Und zweitens wird es vermasselt, doch du hast gejubelt. Oh je, alles in Ordnung. Ich bin so dermaßen hingeknallt, dass ich Gras auf meinen Mandeln habe. Tja, einer hat es anscheinend lustig gefunden. Zu guter Letzt ist sie gar nicht deine Freundin. Was? Und wieso hat sie mir dann einen Kuss zugeworfen? Das ist Ketchup. Du hast dich gerade damit eingesaut. Was ist hier los? Was hier los ist? Deinetwegen muss ich mein Pausenbrot im Regen essen. Nur damit du diese Penny anglotzen kannst, so wie jeden Tag. Dabei seid ihr noch nicht mal richtig zusammen. Ach ja? Und du siehst aus wie ein geschwollener Verkehrskegel. Oh, Entschuldigung, Mann. Ich wollte dich nicht verletzen. Ich sage nicht, dass es unmöglich ist, aber jetzt zur Zeit hast du Konkurrenz. Komm, meine Arme. Ich bring dich erst mal rein, ja? Wen? Leslie? Nee, die sind nur Freunde. Och, Leslie, was würde ich nur ohne dich tun? So fängt es an. Dann ist er ihr fester Freund und du bist Geschichte. Nein, so ist es doch nicht. Er ist nur nett. Nein, ist er nicht. Und ich werde das beenden. Jetzt gleich. Wow. Stehen bleiben! Halt! Seid gestichen! Oh, genau, das sag ich auch immer. Ich kann dich absolut verstehen. Siehst du, da läuft nichts. Die reden einfach nur. Worüber reden sie wohl? Wie findest du meine pinken Blütenblätter und mein fettes gelbes Gesicht? Oh, ich freue mich ja so, dass dir das gefällt. Damit kann ich an der Prima die Mädchen aufspannen. Über wen redet ihr denn? Er ist eifersüchtig auf Leslie. Leslie? Warum? Weil er mir mein Mädchen klauen will! Weißt du, du solltest wirklich mal überlegen, eine Fleischfresserin zu werden. Warum? Tja, weißt du es denn nicht? Bevor das Gemüse auf dem Teller landet, machen sie das hier. Mhm, ja. Aber Bolognese ist keine Option. Wenigstens verspeise ich nicht meine eigene Art. Dir ist doch wohl klar, dass du als Erdnuss zur Familie der Gemüse gehörst. Ach was. Gehörst. Du weißt, du alle Nüsse werden unter wirklich entsetzlichen Bedingungen. Ja? Sie werden in kaltem Wasser gewaschen. Du verschwacher Körper, du solltest mehr Sport treiben. Hey, Gumball, was ist denn mit dir los? Was ist denn mit dir los? Hängst mit diesem Verlierer ab, anstatt mit mir? Komm, Leslie, lass uns woanders hingehen. Nein, du! Penny, es tut mir so leid. Tut es nicht! Klappe halten! Du bist ja erbärmlich! Du bist erbärmlich, du unsicherer Psycho! Oh. Ja, wie es aussieht, muss ich mich wieder selber kümmern. Wow. Allerdings, ich habe ihn noch niemals zuvor so erlebt. Und der Fall ist gelöst. Kommissar Brown, nehmen Sie diesen Mann fest. Was redest du denn da? Na, der Fall des gestohlenen Pokals, den ich gerade in diesem Schließfach gefunden habe, das praktischerweise offen war. Rektor Brown, ich denke, es ist ziemlich offensichtlich, was hier läuft. Er war es. Bis später, ja. Hä? Was? Was ist los? Was los ist, fragst du? Wir werden dein Schließfach öffnen und darin eine Brechstange finden. Okay. Kumpel, das würde ich nicht machen, wenn ich du wäre. Wieso? Was hast du denn jetzt angestellt? Was ist das? Plan B? Tja, aber eine Brechstange war nicht dabei.